Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wir haben Unboxing und Hardware-Video zu diesem Nutella gemacht. Dieses Gelee, Gel-ähnliche. Ja, und hier wird an mehreren Stellen hingewiesen, dass es für den guten Morgen wohl sein soll, angeblich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hersteller damit meint, dass es jetzt nur für den guten Morgen ist, weil wegen dieser Milch, also es sind immer versteckte Hinweise hier drauf, Milch und so, für den guten Morgen. Ich denke aber mal, das ist nur so ein Kann-Bestimmung oder ein Kann-Hinweis. Ich denke, man könnte es jetzt auch zu jeder Zeit zu sich nehmen. Ich gucke mal auf die Uhr. Bei mir ist es jetzt momentan 18:50 Uhr. Und ja, wir werden das jetzt einfach mal testen. Dazu habe ich mal hier was vorbereitet. Ja, einmal ein Messer. Dann habe ich hier beim Bäcker vor Ort etwas geholt, das nennt sich Brot, hier kennt bestimmt jeder. Auf, muss ich dazu sagen, wenn das jetzt nicht fachlich korrekt ist, tut mir das sehr leid, weil der Hersteller weist hier an verschiedenen Stellen auch darauf hin, dass es mit... Was ist denn das so laut? Mit Toastbrot zu sich genommen werden soll. Auch auf der Rückseite ist dieser Hinweis auf Toastbrot bzw. Weißbrot zu finden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so zwingend notwendig ist. Wartet mal kurz. Ich habe die Hälfte vergessen. Weil für einen richtigen Test fehlt mir noch was, weil ich will ja gucken, ob... Oder ob nicht. So. Weil hier weiß ich nicht. Hier sieht es einmal so aus, als wenn dort Butter mit drauf ist. Und hier halt kann man es nicht wirklich erkennen. Deswegen werde ich dieses jetzt einfach mal hier drauf testen. Mit Butter und einmal ohne Butter. Dafür schneide ich jetzt hier erstmal eine Ecke ab. Weil wenn es mir nicht schmeckt, könnte ich es dann jederzeit noch wegschmeißen. Dadurch habe ich ein halbes Brot übrig. Das könnte man dann natürlich wieder in die Tüte packen und dann logischerweise ist es länger haltbar. Ja, dieses nennt sich Butter. Da habe ich jetzt etwas zu viel genommen. Wir wollen ja nur hier ein Streifen mit Butter machen. Ich bin eher der nicht so viel Butterfreund. Ich mag es da eher dünn. So. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen Nutella raus. Ja. Es ist wirklich sehr schwer, gerade hier mit dem Löffel es zu dosieren. Also ich denke, man sollte da denn schon auf ein separates Messer zugreifen, dass man sich das hier vielleicht etwas besser dosieren kann. Die Dosierung ist hier etwas schwer möglich. So, ich werde jetzt erstmal eine Verkostung machen. So, wartet, ich mache mal dazu die Kamera hoch. So seht ihr mich natürlich ein bisschen besser. Soll ja zum Essen sein. Es ist klebrig. Es ist sehr klebrig. Hat aber ein schönes Aroma. Ich würde jetzt sagen, ja, Nuss-Nougat, also was der Hersteller verspricht, Nuss-Nougat-Creme, hält er definitiv ein. Ich schmecke Nuss, ich schmecke Nougat und es ist sehr cremig, hat eine sehr feste Konsistenz. So, jetzt habe ich hier das schon mal vorbereitet. Ich habe hier extra auf die eine etwas mehr von diesem Nutella drauf gemacht, dass ich das hier gleich auf der Hälfte mit Butter auch noch verteilen kann. Ja, so,
werde es jetzt erstmal, ich werde es nochmal durchschneiden. So, in drei Hälften, vier Hälften, so. Und jetzt, dieses ist jetzt mit Butter. Schmeckt gut. Man hat noch leicht den Buttergeschmack. Also wer jetzt nicht mag, sollte die Butter denn, denke ich, mal weglassen. Das werden wir jetzt mal testen. Diese Version ist jetzt ohne Butter. Ja, man schmeckt nur das Brot. Und diese Nuss-Nougat-Creme. Ich werde nochmal mit einem Vergleichstest nochmal mit Butter. Ja doch, man schmeckt die Butter schon. Ich habe sie schon sehr dünn gemacht, aber ich schmecke sie extrem raus. Also extrem ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich schmecke sie sehr gut raus. Und das ist jetzt ohne Butter. Schmeckt mir persönlich besser. Muss ich jetzt mal so sagen. Aber ich denke mal, das ist Licht im Auge des Betrachters. Und das müsst ihr dann natürlich für euch selber entscheiden, wie ihr das gerne hättet. Ich schmecke lieber mit, also ohne Butter, weil dieser Buttergeschmack mir jetzt gerade, das ist mir zu viel Geschmack auf einmal. Diese Nuss-Nougat-Creme, also Nuss-Nougat, die Gelee-Form, denn die Butter, die ein bisschen was kälter ist, und das Brot, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel mit Aromen und mit Geschmack. Ich mag es nicht zu viel, das ist mir ein zu sehr Kuddelmuddel, das ist nicht mein Ding. Ja? Und hier nochmal, wirklich, seht ihr da schon, da seht ihr schon die ersten Gebrauchsspuren. Also wie gesagt, also diesen Auslaufschutz halte ich für sehr mangelhaft. Also ich weiß nicht, also da könnte man definitiv, denke ich mal, noch was verbessern. Aber hier dieser Deckel sitzt ja sehr kräftig drauf. Man kann hier richtig fest zuschrauben. Durch diese Rillen, was ich euch gezeigt habe, ist man wirklich sehr griffig. Man kann es auch dann wieder relativ leicht abschrauben. Und ich denke mal, dadurch, dass er auch dieses ploppende Geräusch macht, hört er ja, wird er auch durch diesen Deckel Auslauf geschützt sein. Das werde ich im späteren Tests, jetzt mal auf die Probe stellen. Ich werde es einfach mal verkehrt rum hinstellen und gucken, also natürlich vorher Handtücher und so unter, also Papierhandtücher unterlegen, falls da wirklich was auslaufen sollte, dass ich mir den Tisch nicht einsaue. Aber ich denke mal, das wird dadurch mit Auslaufschutz versehen sein, dieser Deckel. Also ich denke mal da nicht, dass da irgendwas ausläuft, aber das werde ich halt erst in den weiteren Testläufen sehen können. Aber an sich ein sehr schönes Produkt. Ich finde es etwas übertrieben vom Hersteller, wie oft er den Namen Nutella verwendet hat. Ja, vor allen Dingen, weil es ja von der Firma Ferrero ist und den Namen des Produktes muss man jetzt nicht so oft wiederholen, bin ich mal der Meinung. Hier vorne Nutella, da hinten Nutella, dreimal Nutella da, auf dem Auslaufschutz innen drin. Also da haben sie etwas sehr großzügig mit diesem Namen gemeint. Das ist jetzt nicht so meins, aber und mit dieser Aussage, dass es halt für einen guten Morgen ist, da sollten sie vielleicht nochmal ins Kleingedruckte schreiben, dass es jetzt nicht darauf bezogen ist, dass man das nur am frühen Morgen essen kann, dass man es den ganzen Tag zu sich nehmen könnte. Halt natürlich nicht so viel, weil es ist eine Nuss-Nougat-Creme und wenn man sich die Werte anguckt, sie ist sehr süß, schlecht für die Zähne sowieso auf lange Hinsicht. Schokolade kennen wir alle, also da sehr sparsam mit umgehen.
Aber an sich so ein sehr aromatisches und leckeres Produkt. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe auch mal gegoogelt. Es gibt auch noch andere Versionen. Jetzt nicht von der Firma Ferrero mit dem Namen Nutella. Ich habe da noch ganz andere Produkte gesehen, die das gleiche haben wie das. Wie diese natürlich vom Geschmack, vom Aroma sind, das kann ich schlecht beurteilen. Denn ich habe nur dieses Produkt hier jetzt gerade zum Testen. Und kann da leider nicht auf die anderen Geschmacksrichtungen eingehen. Vielleicht kommt das im Laufe der nächsten Jahre bei mir im Kanal auch noch, dass man da vielleicht auch mal andere davon mal testen kann oder so. Das kann ich aber jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Der Preis ist ja schon etwas, ja, es gibt vergleichbare, billigere Produkte, muss man nun mal so sagen. Wie diese schmecken, weiß ich jetzt nicht. Einfach mal gucken. Ich habe sie dieses jetzt so, wie es hier steht, bei dem roten Netto geholt. Ich denke mal, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich denke mal, es wird sie auch in mehreren Supermärkten geben, vielleicht in einer anderen Farbe, in einer anderen Form. Vielleicht hat da jeder Supermarkt sein eigenes, das weiß ich nicht, das habe ich nicht überprüft. Beim roten Netto sieht das jetzt so aus. Aber ich denke mal, das wird eine vereinfachte oder vereinheitlichte Benutzer Verpackung sein, dass die wirklich überall gleich aussieht, um diesen Wiedererkennungswert zu steigern, denke ich mir mal. Ja, könnt ihr gerne drunter posten, wo ihr das schon alles gesehen habt, Lidl, Aldi, wat weiß ich wo. Und ja, wie gesagt, ich habe es jetzt nur gesehen in dieser 450 Gramm Variante. Ich weiß nicht, ob es da auch was Größeres, was Kleineres gibt. Ja, das wird sich jetzt über die Zeit mal hinausstellen. Ich werde mal meine Augen öfters danach aufhalten. Mal gucken, was man da noch so sieht. Das soll soweit aber zum Hardware-Check von dieser Nutella gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.